So, jetzt soll es einmal kurz darum gehen, wie erstelle ich denn jetzt so einen Kurs, in dem ich dann meinen Schülern und Schülerinnen Material bereitstelle, in dem ich mit ihnen kommunizieren kann. Das geht ganz einfach. Wir gucken oben nochmal in unsere Leiste. Da ist einmal hier oben Kurse. Da klicken Sie einmal drauf. Entweder erscheinen dann schon Kurse, die Sie schon erstellt haben. Jetzt sagen wir, ich möchte einen neuen. Das heißt, ich gehe hier einmal auf den grünen Button, auf dieses Plus und lande dann auf einer neuen Seite, in der ich meinen Kurs erstellen kann. Ich habe zwei Möglichkeiten. Es ist einmal regulär, das heißt, ich erstelle einen neuen Kurs, der leer ist, den ich dann befülle. Zweite Option ist auf Grundlage eines vorhandenen Kurses erstellen. Dann nehme ich einen Kurs, den ich schon habe, den ich aber zum Beispiel nochmal haben möchte, weil ich jetzt nicht nur die 8a, sondern auch die 8b unterrichte und möchte das getrennt haben und aufteilen. Dann kann ich das machen. Oder ich habe einen Kurs vom Vorjahr, möchte den für eine neue Klasse nutzen, dann kann ich das auch machen. Jetzt bleiben wir bei regulär, das heißt, wir machen alles neu und schön. Hier gebe ich den Titel meines Kurses ein. Den sollte man so machen, dass jeder ihn findet, der ihn braucht. Wir könnten da mal machen Spanisch Klasse 12. Ich kann hier die Farbe noch wählen, wenn ich möchte, wie die vorne erscheinen soll. Kann ich mal ändern, nehme ich mal ein schönes Blau. Hier trage ich mein Kürzel ein, dass der Kurs gut wiederzufinden ist. Organisation sollte jetzt Ihre Schule stehen, da wird der Kurs eröffnet. Wir drücken einmal Speichern und ich befinde mich direkt im erstellten Kurs. Was eine nette Sache ist, wenn man es neu macht und noch nicht so drin ist, hier rechts ist so ein kleiner Überblick, was man jetzt noch als erstes tun kann, wenn man sich in so einem neuen Kurs befindet, den man erstellt hat. Man kann die Schüler einladen, natürlich, den muss ich ja auch befüllen, den Kurs mit Inhalten, aber auch mit Schülern. Ich kann mit ihnen ins Gespräch gehen, dann erstelle ich entsprechendes Material, was wir uns später ausschauen werden. Aber wie gesagt, dieses kleine Tool hier, diese kleine Info ist sehr nett. So, jetzt gehe ich einmal noch zurück auf Aktuelles, das heißt auf meine Startseite. Ich möchte ja auch wissen, ob der Kurs dann so erscheint. Drücken wir einmal drauf. Und ich sehe hier, der neue Kurs Spanisch 12 in meinem schönen Hellblau ist da. Ich kann also weiterarbeiten.